Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein. Wir sind immer noch auf dem Mond und ja, wollen uns jetzt weiter vorwagen. Sollen, hups, ja, den Raumanzug finden, raus auf den Mond gehen und dann halt zu einer anderen Basis rüber huppen. Autsch. Keiner da? Keiner da? Hallo? Kuckuck? Keiner zu Hause. Da liegt auch nichts. Medizin. Oh, nehmen wir trotzdem. Na, beides voll, glaube ich. Oder es lädt sich ja auch in gewissem Maße wieder selbst auf. Aha. Gut, dass ich weiß, wo ich lang muss. Da vielleicht? Nö, das ist auch rot. Es leuchtet ja nur groß. Da. So, schon wieder so ein Rotlichtmilieu hier. Sieht irgendwie aus, als sei es ein bisschen wärmer hier. Ups. Da ist nix. Aha, da müssen wir hin. So, hallo? Ja. Keiner zu Hause. Oh, das sieht nach einem Raumanzug aus. Hier ist nix. Na gut. Mal sehen. Raumanzug. Wieder gleich raus auf die Oberfläche. Kein Grund, nervös zu werden. Nö, gar nicht. Alles okay. Macht man ja jeden Tag. Oh, man schwebt aber lange. Also relativ. Eigentlich müsste man doch. Okay, vielleicht hat er Gewichte an den Schuhen. Sonst. Weiß nicht, ist Schwerelosigkeit auf dem Mond, oder? Keine Schwerkraft. Hat hier gerade was geleuchtet? Ja, hier ist ein Texturfehler, oder? Naja, egal. Huch. Oh. Ach, wie schön, aber der Schall ist gedämpft. Und ich kann trotzdem nicht treffen. Nach wie vor. Daran hat sich also nichts geändert. Huch. Hui. Oh. 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 So. Ich hoffe, das war es jetzt, weil. Deshalb. Achso, es lädt sich ein bisschen auf. Da ist. Keine Ahnung, was. Können wir nicht aufsammeln. Schade. Sieht aber lustig aus. Ist hier sonst noch was? Nö. Es sieht doch aber so aus, als könnte man es aufsammeln. Man kann es auch nicht kaputt machen. Nö. Sure. Bloß nicht darunter plumpsen. Komisch, oder? Ist das vielleicht ein Teil von dem Dingens? Oh nee, ne? Nö, du meinst nicht, dass ich darüber hüpfen soll. Gehen wir lieber hier runter. Tja. Willst du mich doch.
schaffst darüber. Oh Gott. Wow, in einem Sprung. Naja. Ich konnte auch nicht irgendwie anhalten. Ja, anhalten. Oh, das ist nett. Limit erreicht. Toll. So. So. Und raus aus dem Raumanzug. Schön. Codes der Atomkanone soll ich jetzt besorgen. Erschreck mich doch nicht so. So. Das ist grün. Leuchtet da was? Hier. Auch nichts. Na dann. Ich erinnere mich an diesen Moment. Damals im Lager. Ich kannte sie gut. Zäh, mit eisernem Willen. Keine Familie mehr, alle tot. Der Glaube, er hat sie am Leben erhalten. Ich habe so einen starken Glauben nicht. Für mich muss es überall Zweifel geben. Sonst ist kein Platz für Fragen, zum Lernen. Dieser Ort hier ist das Ergebnis gnadenloser Überzeugung. Absolute Gewissheit führt hierher. Und trotzdem glauben sie. Ich frage mich, was für ein Gott so viel Leid zulässt. Und ich frage mich, ob ich noch an ihn glauben kann. Vielleicht will er uns prüfen. Möglich. Und wenn das so ist, dann versagen wir kläglich. Würde es gar nicht wehtun, das da rauszuschneiden und rauszureißen. Also wirklich. In der Kommandozentrale gibt es einen Computer mit einer Verschlüsselungs-Entschlüsselungsdatenbank. Finde die Kommandozentrale. Geh dort an den Computer und drucke die Entschlüsselungscodes aus. Vielleicht können wir uns ja irgendwie durchschleichen. Das hätte doch was. Oh, das klingt nach einem Dicken. Und ich fürchte, wir müssen da tatsächlich lang. Also durchschleichen ist wohl leider doch nicht. Was? Oh, puh. So. Ist ja unglaublich. So. Unsere Monsterwaffe hier mal auf. Hörst du mal auf? Ja, genau. Unsere Monster-Mega-Waffe ist echt der Hammer. Nee, weg damit so. Ach, ist schon aufgeladen.
aufgeladen. Autsch! So. Der ist weg. So, da können wir rein. So, sehr schön. Ach, na toll. Gut gemacht. Können wir da hoch? Oh. Hihi. Aua. Das? Ich glaube, das war's. Hier können wir nicht weiter, aber da hätten wir uns verstecken können. Hm? Gehen wir nochmal hier einsammeln. Ich glaube, einfacher ist es einfach, zu gehen und das aufzuladen, das Gewehr. Okay. Gehen wir da mal schnell hin. Huch. So. Können wir trotzdem mal mitnehmen alles. Nö, das wollen wir nicht. So. Noch schnell unsere Laserkanone. Schön. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Vielleicht da oben. Ja, sieht so aus. Zack. Oh, geht ganz schön hoch. Ja, genau. Na, ah, hier hinter, Mann. Da kommt keiner. Hallo? Ach da, da haut ab. Feigling. Ja, ja, von wegen, Drecksau. Au. So. Das klingt jetzt relativ ruhig hier. Vielleicht können wir uns ja einfach mal in Ruhe umsehen jetzt. Orientieren, wo wir hin müssen. Sieht so grün aus da. Also vielleicht da lang. Da hinten ist es auch grün. Es geht auf jeden Fall auf. Haben wir eine Karte? Oh, ist sogar richtig. Sehr schön. Im Kommandomodul wird die neueste Generation von Maschinensoldaten gebaut. Soweit wir wissen, gibt es von dort aus einen Zugang zur Kommandozentrale. So, wir laufen mal einmal rum hier.
glaube aber, das bringt uns nicht so allzu viel. Huch, da ist ja auch Stopp. Hm. Gehen wir mal hier hoch. Kommen wir nicht weiter. Hier auch nicht. Ja, und nu? Hm. Vielleicht da hinten durch die Tür. Das kann natürlich sein. Kann das sein? Ja, es kann sogar sein. So. Da geht's weiter. Ja. Muss diese Entschlüsselungscodes finden und dann weg von diesem öden Ort. Ups. Die kamen unerwartet. Aha. Gucken wir uns hier aber nochmal um. Bevor wir da drauf drücken. Ich glaube, hier liegt nichts. So wie es aussieht. Zumindest leuchtet hier nichts. Das Rote, da ist auch kein Enigma-Code, oder? Zutritt verboten. Ja, nö. Hier ist auch nichts. Na dann. Okay. Ich drücke jetzt die Entschlüsselungscodes aus. Sie haben es geschafft, Lefkowitz. Und jetzt mach, dass du auf die Erde zurückkommst, William. Klaus ist in London. Er wird dich nach Berlin bringen. Oh, Mann. Immer diese armen Hunde. Tun mir so leid. Nö, hier liegt nichts. Da hinten? Nö, ne? Wie verschlossen? Ja, und nun? Ach, Ruhe. Wie, ja, auch zu. Moment. So. Hm? Ach, ist da eine Luke vielleicht? Ach ja. Der Notausgang. Wieder mal ins Rotlichtmilieu abgetaucht. Waren wir doch schon, oder? Das ist was anderes. Nee, ist was anderes gewesen, ne? Mhm. Huch. Dass man sich nicht einfach so umgucken kann, wenn man hier auf einer Leiter ist. Das ist doch... Der ist garantiert nicht allein. Ups. Oh, haut er einfach ab und geht in Deckung. Na, warte. Das hat er davon. Mich einfach so Terrorist zu nennen. Unmöglich sowas. So, ich würde jetzt aber tatsächlich gerne zurück... zur Erde. Ah. So. Oh. Aua, wo denn? Hast du mal auf damit? Ist ja unglaublich, sowas. Die sind ja schießwütiger als ich. Ja, sei doch mal ruhig. So, nochmal kurz umgucken. Hier ist nix.
Da auch nicht. Moin. Wieder ins Rotlichtmilieu. Mhm. Tja, das frage ich mich auch. Tja, krass. Ist er sofort los. Oh. Krass. Sitzt er da? Von der Granate verletzt? Und irr. Und schießt dann auf mich. Mhm. Mhm, mhm. So, schnell aufladen. Huch. So. Ja, ich dich auch. Ach, traut euch doch mal was. Jungs. Was, Alfred? Wer von euch ist Alfred? Du bist Alfred. Gute Nacht, Alfred. So. Rüstung. Da ist keiner mehr. Huch. Au. Bleibt immer so viel von den Jungs übrig. Ach. Oh, ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Das sieht doch schon wieder scheiße aus hier. So. Oh. Ja, was sag ich? Was sag ich?
Es war einfacher als gedacht. Limit erreicht. Gut, schnell hier rein. So. Kommandozentrale London Nautica, Transporter Nummer 4. Meine Ladung ist zerstört. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem Leben davon. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist, er ist im Schiff! Transporter 4, melden Sie sich. Transporter 4. Was ich alles in diesem Leben gesehen habe. Üble Scheiße, die dir den Magen umdreht. Dein Haar grau werden lässt. Okay, Captain Cowboy, Roger. Hier spricht Ihr Kumpel Klaus Kreuz im Wagen auf dem Weg zum London Nautica. Gehen Sie nach unten zu den Parkplätzen, dann sammle ich Sie ein. Roger? Ich habe 1000 Schlachten gesehen. Das London Nautica eröffnet das Feuer. Ich glaube, die schießen auf Sie. Ich habe die Sonne auf 5 Kontinenten untergehen sehen. Ich habe Staub vom Mond aufsteigen gesehen. Aber alles, was ich will, ist dich wiederzusehen. Tageslicht, kalte Luft. Scheinbar lebe ich immer noch. Kein Schritt weiter! Stehen geblieben! Super geparkt, Cowboy. Aha. Na, ist ja klasse. Oh oh. Oh. Verdammt. Autsch. Ups. Nicht meine Schuld. Jawohl, Kommandant. Verstärkung ist unterwegs. So, und nehmen wir mal das. So, sind ein paar zu viele hier. Das ist ziemlich unfair gerade. Oh, verdammt. Mann. What? Was? Ja, genau. Richtige Frage. Versuchen wir es. Damit. Alarm! Brauchen Verstärkung! Ja! So.
So, den hätten wir. Oh, Mist. Wow. So. Das war gerade mehr Glück als Verstand. Ich hätte gern ein bisschen Rüstung, aber die ist mir anscheinend nicht vergönnt. Gut, dann nicht. So, da müssen wir runter. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.